Servus zu Barbecue aus Franken. So ab und an mache ich einfach ohne Kamera eine Ladung Pulled Pork. Gefriere mir die ganzen Dinger dann ein in solchen Vakuumbeuteln und ja, ab und zu taue ich mir sie einfach auf, packe sie ins Wasserbad rein, mache mir einen schönen Burger draus und ab und an mache ich ein schönes Rezept damit, das ich euch dann zeigen kann. Heute werden wir mit einer dieser Portionen Pulled Pork mal was machen und zwar richtig schöne Barbecue-Ravioli. Das Ganze richtig im Grill. Also es ist wieder mal so eine Idee, die ich da umsetzen möchte. Ich habe, wie gesagt, meinen Pulled Pork und noch ein paar Zutaten und die zeige ich euch jetzt. Wie gesagt, meinen Pulled Pork habe ich gemacht am 24.07.2023. Also schon eine Zeit lang her. Friert sich gut ein, ist perfekt. Ich mache das immer ohne Barbecue-Soße. Dann habe ich einfach mehr Spielraum, wenn ich dann die Idee für irgendein Rezept habe. Also das brauchen wir auf alle Fälle mal. Kommt auf die Seite. Dann brauchen wir natürlich einen Nudelteig. Ich habe in dem Fall so einen Maultaschenteig bekommen. Der funktioniert, glaube ich, ganz gut damit. Ist leider ein bisschen dünn, aber wir werden sehen, wie wir damit klarkommen. Werden wir gleich ausprobieren. Ein bisschen Bacon brauchen wir dazu. Dann habe ich hier geriebenen Käse. Dann nehmt ihr, was ihr wollt. Das ist hier ist Gouda. Eine Barbecue-Soße brauchen wir dazu. Und da stellen wir einen Näpfler mit Wasser hin. Das brauchen wir, um den Teig dann ein bisschen einzustreichen. Und natürlich das Werkzeug wie üblich, Pinselmesser, was auch sonst notwendig ist. Legen wir los. Und zwar werde ich als allererstes mein Pulled Pork, ja, ich werde es durch den Fleischwolf jagen. Ich möchte einfach ja nicht so große Stücke haben, sondern richtig schöne, weiche, kleine Stücke für die Füllung, die wir gleich für den Nudelteig brauchen. Also mein Pulled Pork, wie gesagt, einfach durch ja, den Fleischwolf. Ich verwende dafür eine Fünferscheibe. Ich lese quasi schon wieder die Kommentare. Was machst denn du mit dem Pulled Pork? Probiert es einmal, wird lecker. Was ich machen will, ist einfach den Geschmack, den ich jetzt drinnen habe, in die Ravioli bringen. Der Geschmack ist da, das sage ich euch. Herrlich. So, jetzt brauchen wir ein wenig Platz. Ich habe jetzt ein bisschen was von dieser ja, Fleischmasse, die ich da schon habe, mal rausgenommen. Weil ich mache heute Abend nämlich für mich privat, also für uns privat, schöne Fleischküchle. Und da passt es auch hervorragend rein. Ich habe nur Rindfleisch und werde da dann dieses Schwein mit untermischen. Das passt perfekt. Es gibt einen tollen Geschmack. So, weiter geht's. Wie gesagt, jetzt konzentrieren wir uns auf das Rezept. Mein Fleisch. Käse dazu. Ich habe es ja schon gesagt, mein Pulled Pork ist noch ohne Barbecue-Soße. Die kommt jetzt ein bisschen dazu. Und dann werden wir das Ganze durchmischen, so dass wir eine richtig schöne Masse bekommen. Also wenn da was rauskommt. Also, gib ihm. Schön durchmischen. Ein wenig Barbecue-Soße rein. Da nehmt ihr, was euch schmeckt. Ihr könnt auch ein bisschen Schärfe bestimmen. Ihr könnt auch noch Gewürz reintun, wenn ihr wollt. Aber eigentlich ist das Pulled Pork ja schon geschmackig genug. Was gerade noch ein bisschen frevelhaft ausgeschaut hat mit dem Fleisch, sieht jetzt schon wieder richtig gut aus. So, auf geht's. Jetzt kommen wir zum Nudelteig. Den roll ich mir jetzt mal aus. Aber es ist tatsächlich so, der Teig ist sehr dünn bei mir. Na gut, wir müssen klarkommen mit dem, was wir haben. Hätte ich aber meinen Teig selber gemacht und hätte nicht ausrollen können, wie lustig ich bin. Aber gut, wir machen das jetzt einfach mal so. Dann teile ich mir diese Teiggeschichte. Wie gesagt, ihr könnt euch natürlich auch Teig selbst machen. Das ist sicher nicht verkehrt. Und jetzt mache ich einfach schöne kleine Häufle dahin. Ich kann mir die gleich noch mit der Hand ein wenig formen. Die Dinger sollen ruhig ein bisschen größer werden, wie normale Ravioli, aber wir haben noch mehr vor damit. Jetzt kommt Pinsel und Wasser zum Einsatz. Ich werde hier die Schnittstellen, die wir gleich haben werden, mit Wasser einstreichen. Beziehungsweise die Stellen, wo dann gleich Teig zusammengeklappt wird. Den Teig über die Füllung klappen. Und die Ravioli ein wenig formen, so dass möglichst viel Luft rausgeht. Bei der zweiten Lage machen wir genau dasselbe. Ich hoffe, man sieht das alles in der Kamera. So, sollte alles richtig schön angedrückt sein. Jetzt gehe ich her und schneide mir die Dinge. Noch auf vernünftige Größen. Na, da ist eine Füllung drin, das kriegen wir aber.
Das muss alles richtig schön fest sein. Jetzt drehe ich alle erstmal auf die Rückseite. Normalerweise könnt ihr das so schon machen, ihr könnt es auch rund machen. Alles gut. Auch nochmal ein wenig einpinseln hier, weil ich falte das gleich nochmal um. Deswegen habe ich auch noch mehr Teig gelassen. Das einfach mal so nochmal um, damit es auch wirklich schön zu bleibt, die ganze Geschichte. Ja, das mache ich jetzt mit alle anderen. So soll das dann ausschauen. Lasst euch nicht zu viel Zeit beim Teig bearbeiten hier. Der wird nämlich trocken und fest. Und dann bricht er mehr, als wie es gut ist. So, damit ist der erste Schwung erledigt. Ich mache noch mal ein paar und dann mache ich die Kamera wieder an. Die kommt schon mal auf die Seite. Bei der zweiten Lage Ravioli werde ich das mal anders probieren. Da wird nicht eingeklappt, sondern so klassisch mit der Gabel das ein bisschen zusammengedrückt. Mal schauen, was besser geht. Die Ravioli sind vorbereitet. Jetzt brauchen wir sprudelndes Wasser, Salzwasser und dann werden wir es ein bisschen kochen. So, mein Salzwasser kocht. Jetzt gebe ich meine Ravioli einfach so rein. In der Hoffnung, dass wir alle schön zubleiben. Dauer, 4, 5, 6 Minuten, ungefähr so, um den Dreh. Dass halt der Nudelteig schön al dente ist. Und theoretisch könnt ihr es dann auch so schon essen. Parmesan oben drüber, ein bisschen Tomatensauce, dann ist es auch erledigt. Aber wir wollen es ja im Barbecue-Style machen. Und dafür haben wir dann auch unseren Bacon. Da geht es dann auch später weiter damit. So, ich fische jetzt mal die ich mit der Gabel gemacht habe, schon mal raus. Und legt die einfach auf so ein Gitter ein bisschen zum Abtropfen. Also zu sind es alle geblieben, so wie es ausschaut. Das freut mich auf alle Fälle schon mal. Und auch die anderen sind so eine halbe Minute später auch fertig. Also insgesamt, wie gesagt, 5 Minuten. Viel mehr war es jetzt nicht. Die Ravioli lasse ich jetzt mal auskühlen, damit ich sie wieder anfassen kann. Wir werden sie ja gleich mit Bacon umwickeln. Aber wie üblich kann ich es ja nicht lassen. Eine muss ich mal vorab probieren. Das war eine tolle Geschichte. Ich freue mich. So, jetzt habe ich meine Ravioli. Die sind fertig. So wie ich glaube, wir können so essen. Aber ich werde es jetzt einmal umklappen. Und jetzt kommt der Bacon ins Spiel. Jetzt werde ich da eine Scheibe Bacon pro Ravioli verwenden. Also ich mache es nochmal. Und so wickeln, dass der Schluss unten ist. So soll es ausschauen. Das mache ich mal mit alle. Schauen es nicht schon mal schön aus, meine Ravioli? Perfekt. Also bis jetzt zumindest. Jetzt müssen wir natürlich die ganze Sache noch in den Grill bringen. Den heize ich gerade vor. Da brauchen wir richtig schöne Hitze drin. Sagen wir so 200 bis 250 Grad. Da irgendwo darf schon sein. Dann kommt es gleich da rein. Wir brauchen eine indirekte Zone. So, wir sind gleich soweit. Ich habe mir mit der indirekten Zone insoweit beholfen, dass ich mir hier unten eine Alufolie reingelegt habe. Hier wird es aber nicht liegen bleiben will. Ich gebe jetzt auf alle Fälle hier oben mal meine Ravioli drauf. Wenn da was runter drauf bleibt, die Folie schon liegen. So, meine letzten. Machen wir den Deckel zu und lassen das Ganze mal ein bisschen anknuspern. Klar, der Teig wird jetzt wieder ein bisschen trockener, aber wir geben den dann schon noch den letzten Pfiff. Jetzt sind etwa 10 bis 12 Minuten vergangen. So sieht das Ganze jetzt aus. Jawohl, richtig gut. Das wird toll, da bin ich mir ganz sicher. Ich mache jetzt mal den Grill aus und dann werden wir es gleich einwinzeln, so in 4-5 Minuten. Aber jetzt erstmal den Grill aus, damit wir nicht zu viel Hitze jetzt drinnen haben für die Barbecue-Soße. Also, winzeln wir das Ganze mal ein bisschen ein. Geht da ganz schöne Hitze weg, muss ich sagen. Eieiei. So, vorletzte. Und letzte Ravioli. Barbecue Ravioli, wer auf sowas kommt. So, das lassen wir kurz antrocknen und dann sind wir auch schon fertig und dann wird probiert. So, fertig sind sie. Jetzt kommen sie raus und jetzt richten wir es schön am Teller an. Mit Tomatensauce. Und zack, ist am Teller. Ja, richtig schön mit Tomatensauce. So könnt ihr mir gut vorstellen, dass es schmeckt.
Ob dem auch wirklich so ist, das werde ich jetzt versuchen. Schauen wir dann mal, wie so ein Teil innen ausschaut. Ja, sieht man natürlich jetzt wenig, weil die Soße drinnen ist, aber ja, das wird bestimmt gar lecker sein. Mit Tomatensoße, mit allem drum und dran. Vor allen Dingen, mich interessiert jetzt auch, wie ist das so, wenn das ein bisschen knusprig ist. Hi. So, weg ist. Also, wow. Schöne Sache. Das ist ein ganz tolles Essen. Macht das mal nach. Ja, Aufwand, wenn ihr dieses Pulled Pork schon mal habt. Ist ja wirklich extrem niedrig. Ein bisschen Bacon drumherum, alles schön einschlagen. Macht es, kocht, fertig. Schöne Sache, gefällt mir richtig gut. Zu dem etwas knusprigen Teil jetzt, was so diese Spitzen sind, das passt super. Das ist nicht so, dass ihr da drauf rumkaut und sagt, jetzt bringe ich es nicht durch. Nein, das ist nur die Oberfläche, die ganz leicht knusprig ist und passt hervorragend dazu. Also mir schmeckt es richtig gut. Freut mich. Wenn so ein Plan gelingt, das ist immer recht schön. Also, ja, macht es einfach mal nach. Rezept findet ihr unten. Ich gebe jetzt keine großartigen Mengen an. Ich schreibe einfach die Zutaten dazu und ihr experimentiert da, wie üblich, auch selber mit dazu. Ne? Könnt ihr noch ein paar Sachen dazugeben, wie Jalapenos oder macht eine scharfe Tomatensoße dazu oder überbackt das Ganze, gebt ihr die Auflaufform rein. Gibt Ideen dazu ohne Ende. Also, ihr seid da mit Sicherheit schlauer wie ich zum Teil. Was will ich noch sagen? Ja, es wäre schön, wenn ihr mal einen Daumen nach oben geben würdet. Also natürlich nur, wenn es euch gefallen hat. Wenn nicht, dann gebt einen Daumen nach unten. Muss aber nicht sein. Ich glaube, es gefällt euch. Schreibt was dazu und das Ganze in die Kommentare. Gebt es mir. Den Daumen haben wir schon. Aktiviert die Glocke und wenn ihr lustig seid, den Kanal noch nicht abonniert habt. Das geht ganz einfach. Logo vom Barbecue aus Franken, da klickt ihr bitte drauf. Dann seid ihr dabei. Geht ratzfatz, tut nicht weh, kostet nichts. Und ja, bringt auf keinen Fall Nachteile, eher Vorteile. Vorteile? Ja. Bestimmt. Also irgendwo schon. Ja, was will ich noch sagen? Nichts mehr. Bis nächstes Mal durch. Ich bleibe bis dahin noch, Sven. Bis dann. Tschüssi. Hey. Und jetzt aber schnell die Kamera dann gleich in Sicherheit bringen. Man könnte dann aber zweite Lage bägen. Muss aber nicht sein. Heiß. Oh, sehr heiß.